Willkommen zur Vorstellung des Bark Score Advanced Analytics DACH 2016. Wir werden im Folgenden die Methodik und die Ergebnisse des Scores vorstellen. Mein Name ist Sebastian Derwisch, ich bin Spezialist für Advanced Analytics, Data Scientist bei der Bark und habe unter anderem diesen Score mit erstellt. Kommen wir als erstes zur Methodik. Die Bark Score Methodik ist ein generisches kriteriengestütztes Ranking. Wir bewerten Hersteller von Software bzw. auch Hardware, Systemintegratoren oder Consulting Firmen. Das heißt, wir bewerten ganz unterschiedliche Firmen und haben in diesem Rahmen uns auf Advanced Analytics Software Anbieter spezialisiert. Unsere Bewertungen basieren auf Umfragen, zum Beispiel dem Bark BI Survey, auf Interaktionen und dem Austausch mit Kunden, auf Briefings mit Anbietern, öffentlich zugänglichen Daten, zum Beispiel eben Finanzdaten bzw. auch Analysteneinschätzungen. Die Bark-Score-Region, wir haben hier Market Leaders, das sind Anbieter, die aufgrund ihrer technologischen Innovationen den Markt stark beeinflussen. Wir haben Trendcenter, das sind Anbieter, die eine starke Verbreitung im Markt erfahren, aufgrund eben auch technologischer Innovationen bzw. strategischer Akquisition. Wir haben Challenger, das sind Anbieter mit einem vielversprechenden Portfolio, die also sehr interessante Komponenten im Portfolio haben. Spezialisten. Das sind Anbieter, die sich auf eine spezifische technische Nische bzw. einen geografischen Markt spezialisiert haben. Und Entrants, also Startups, die bisher eine eingeschränkte Sichtbarkeit auf dem Markt haben. Für wen ist der Score hilfreich? Der Score ist eine Orientierung auf dem Softwaremarkt für Advanced Analytics. Er ist relevant für alle, die sich im Prozess der Softwareauswahl befinden und ist aufgrund der detaillierten Darstellung der Funktionalitäten ein Trendmonitor für Entwicklungen in der Analytics-Branche. Kommen wir zu den Ergebnissen des Bark Score Advanced Analytics 2016. Als allererstes die Einschlusskriterien. Welche Anbieter haben wir also bewertet? Wir haben zum einen Anbieter aufgrund spezifischer Funktionalitäten bewertet. Das heißt, ein Anbieter muss ein Portfolio eigener Algorithmen entwickelt haben, um im Score abgebildet zu sein. Es muss keine Anbindung an eine spezifische Datenbank erforderlich sein. Eigene Workflows müssen im Tool entwickelt werden können. Und es müssten Algorithmen aus den Bereichen überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen sowie der Zeitreihenanalyse verfügbar sein im Werkzeug. Wir haben auch spezifische Kriterien bezüglich des Marktes angelegt. Das heißt, es müssen mindestens 1 Million Euro an Lizenzumsätzen im letzten Jahr in der Dachregion erwirtschaftet worden sein. Und es muss mindestens 10.000 Nutzer geben. Das ist ein Kriterium, das speziell für Anbieter mit einem Open-Source-Business-Modell, die relativ populär sind auf diesem Markt, relevant ist. Welche spezifischen Kriterien haben wir bewertet? Hier haben wir bewertet, inwieweit das Werkzeug den Nutzer darin unterstützt, Datenintegration, Datenselektion und eben auch ein allgemeines Verständnis der Daten zu erlangen. Das heißt eben aufgrund deskriptiver Statistiken zum Beispiel. Das ist aufgrund des hohen Aufwandes, des hohen Zeitaufwandes, den man im analytischen Zyklus damit verbringt, ein sehr hochgewichtetes Kriterium. Zentral ist natürlich eben auch die Möglichkeit, hier eine Modellierung und eine Modellevaluation durchzuführen, deswegen auch wieder ein sehr hochgewichtetes Kriterium. Results Evaluation, also die Möglichkeit, Ergebnisse zu evaluieren und mit anderen Nutzern zu teilen, wurde mittelbewertet. Die Operationalisierung, das heißt also die Ergebnisse und auch die Workflows, die Modellierung in operative Systeme zu überführen, haben wir auch mittelbewertet. Und Cross-Cutting Functionalities wurden auch sehr hoch bewertet. In dieser Kategorie fallen Möglichkeiten wie zum Beispiel eigene Workflows auf Basis von Programmiersprachen zu entwickeln, beziehungsweise eben auch die Möglichkeit, die das Tool bietet, den nicht erfahrenen Nutzer zum Beispiel zu unterstützen auf Basis von schon vorerstellten Workflows. Des Weiteren haben wir auch die Market Execution bewertet. Auch hier gibt es detaillierte Details, wie zum Beispiel die Produktstrategie wurde bewertet, die Sales-Strategie, Financials, also die finanzielle Stabilität des Anbieters, das Ökosystem, inwieweit also Partnerlösungen abgebildet werden, die Marketingstrategie und die organisationelle Strategie, inwieweit also praktisch die Organisation wirklich stabil ist und auch gewesen ist in der Vergangenheit. Kommen wir zu den Ergebnissen des Bark Score Advanced Analytics. Hier sehen wir, dass es viele ausgereifte Lösungen gibt. Das heißt, es gibt Anbieter, die sind seit über 10 Jahren auf dem Markt, beziehungsweise auch einige Anbieter, die schon seit über 20 Jahren auf dem Markt sind und hier also ein sehr ausgereiftes Portfolio anbieten. Wir haben Anbieter mit sehr kompletten Portfolios, die also auch komplementäre Lösungen, die relevant sind im analytischen Zyklus, mit anbieten. Wir haben Anbieter mit sehr offenen Plattformen, das heißt Anbieter, die auch andere Lösungen integrieren und hier wieder fehlende Komponenten sozusagen ausgleichen. Und wir sehen natürlich auch spezielle Trends auf dem Markt. Zum einen eben das Thema Bringing Analytics to the Data. Wie kann man also eine
schnellere Analyse gewährleisten durch zum Beispiel in Hadoop oder in Database Kalkulationen. Das Thema Addressing the Line of Business. Wir können also unerfahrene Nutzer im Umgang mit statistischen Analysen angeleitet werden, beziehungsweise eben auch die Integration von Open Source Lösungen wie zum Beispiel R, das allgegenwärtig ist. Alle Anbieter, die wir bewertet haben, haben eine Integration mit R, aber eben auch NIME, beziehungsweise RapidMiner, das als Open Source Tool auch verfügbar ist, Weka, beziehungsweise eben auch Python als Programmiersprache. Und hier sehen wir den Score. Wir sehen im Bereich der Market Leader IBM und SAS. Wir sehen bei den Trendsettern SAP und Microsoft und bei den Challengern ein Cluster aus verschiedenen Anbietern, eben aus TIBCO, Dell, RapidMiner, NIME und Pentaho. Kommen wir also zu den einzelnen Anbietern bzw. zu den einzelnen Score-Regionen nochmal detaillierter. Wir sehen im Bereich der Market Leader und der Trendsetter Anbieter mit sehr kompletten Portfolios. Hier sind also Anbieter, die Datenbanken mit im Portfolio haben, Datenmanagement- und Datenintegrationslösungen, Business Intelligence-Lösungen, die sehr relevant sind, um Ergebnisse zu kommunizieren. Natürlich Analytics-Lösungen, aber diese eben auch komplementiert durch Operations Research-Algorithmen. Hier sind insbesondere eben IBM und SAS zu nennen und eben auch anwendungsspezifische Pakete, wie zum Beispiel für die Themen Industrie 4.0 oder Marketing. Bei den Challengern sehen wir sehr gute Advanced Analytics-Werkzeuge mit teilweise auch sehr interessanten komplementären Funktionen, beziehungsweise eben offenen Plattformen. RapidMiner als Beispiel bietet hier eine sehr interessante Integration mit BI-Lösungen. Das heißt, hier wird zum Beispiel die Möglichkeit geboten, über ClickView-Dashboards auch analytische Workflows anzutriggern. Es gibt die Möglichkeit, bei TIBCO und bei NIME eben andere Analytics-Lösungen zu integrieren. NIME zum Beispiel integriert R und Weka, also zwei andere Open-Source-Lösungen. TIBCO integriert verschiedene andere Lösungen, unter anderem eben auch SAS. Pentaho hat eine sehr interessante Datenintegrationslösung und Dell ein sehr gutes Metadatenmanagement. Wir sehen also, dass hier punktuell sehr interessante komplementäre Funktionen aufgebaut wurden. Sehr interessante Lösungen sind RapidMiner und NIME, also vor allem vom Standpunkt Value for Money. Die sind Anbieter, die ein Open-Source-Modell haben, die also praktisch Open-Source runtergeladen werden können, die aber unter anderem eben auch ein kommerzielles Modell anbieten, das heißt, die einen professionellen Support bzw. eine Plattform, eine Serverumgebung, die die Produktivität hier eben auch nochmal erhöhen kann. So viel also zu unserer Sicht auf den Advanced Analytics Markt in der Dachregion. Wenn Sie weiterführende Fragen zum Thema Softwareauswahl haben, aber eben auch weiterführende Fragen zum Thema Umsetzung von Proof of Concepts, Durchführung von Data Science Projekten, können Sie gerne auf uns zukommen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.